Ich würde jetzt die Diskussion auch fürs Publikum eröffnen. Und die Idee war, dass wir, dass quasi auch ihr alle die Möglichkeit habt, hier hochzukommen. Es können hier immer 4 Leute miteinander sprechen. Und wenn wieder jemand sich einbringen will, kann er oder sie hier hochkommen. Und dann muss hier wieder ein Platz freigemacht werden. Natürlich werden wir auch versuchen, rauszukommen von dieser Fall von der Polizei, Polizeigewalt in Sachsen. Würde ich noch mal kurz dazu was sagen. Ich seit 6 Monaten beschäftige mich mit der Situation von vielen Migranten, die in Sachsen gerade leben oder speziell in Leipzig leben. Und ich beschäftige mich mit vielen Nordafrikanern, die immer wieder von der Polizei Gewalt betroffen sind. Und alles ich mitgekriegt habe, dass die Polizei gestern Abend diese Aktion gemacht hat, diese Polizeiaktion habe ich letzte Zeit öfter gehört von meinen Landleuten auch. Und ich weiß genau, dass diese Gruppe von Einheit, die das machen jedes Mal, die sind richtig krass, sehr, sehr, sehr radikal auch drauf. Und ich weiß genau, unser Problem jetzt, die wir in Leipzig und Sachsen generell haben, die Bürger und die Bürgerinnen, wir haben damit richtig viele Probleme. Die haben viele Ängste und diese Ängste stört unser Leben in Sachsen. Ich persönlich in der Wohnung, wo ich seit 6 Monaten wohne, die Nachbarin, die fragt immer wieder, was mache ich hier? Weil sie vor ein paar Monaten, die haben in der Keller einen Fall gehabt, wo ein paar Sachen geklaut sind. Und das ist der Begegnung mit der Nachbarn. Das heißt, immer der Vermutung, wenn ein dunkler, farbiger Mensch in einem Haus ist, gerade der Vermutung von einem kriminellen Akt ist ganz groß. Und deswegen, wir haben richtig viele Probleme in Sachsen und deswegen wir, die gerade in Sachsen sind, Aktivisten, wir haben viel Aufklärung, Arbeit, Bedarf und wir haben richtig das Gefühl, dass jeder Dritte in Sachsen AfD-Wähler ist, ist ganz gefährlich und darüber müssen wir uns Gedanken machen und deswegen diese Konferenz für mich selber, die war sehr wichtig. Nicht nur für Deutschland, aber speziell für Sachsen, dass man sich ein bisschen, die Leute, die hier wohnen, ja klar, natürlich die Gäste, die von außerhalb gekommen sind, die sind auch gefordert, dass dort auch, auch aufmerksam gegenüber der Gewalt von der Polizei gibt. Aber hier in Sachsen speziell bin ich mit der Meinung, dass wir richtig alles Migranten sehr, sehr, sehr Schwierigkeit haben. Ja. Bonjour Madame, bonjour Monsieur, bonjour Mademoiselle. Bonjour, chers frères. Hast du das Prinzip verstanden? Je pense que à la position où nous sommes, nous n'avons plus besoin des applaudissements, mais nous avons besoin d'amener le changement sans armes, sans violence. Ce que les Eleanor Roosevelt ont fait pour le droit de l'homme, c'est parce qu'on a vu que les armes n'ont plus réglé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi il y a eu le droit de l'homme. Et lorsqu'on prend le premier article de droit de l'homme, qu'est-ce qu'il stipule? Nous avions tous les mêmes droits, les mêmes égalités de chance. Les mêmes droits, les mêmes égalités de chance. C'est voté depuis 59 ans.
Et il faut que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. Parce que vous êtes peut-être assis là, lorsqu'on vous a parlé qu'on a voté des millions pour l'immigration, ça ne nous profite pas. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Et si nous sommes ici là, c'est par la cause, toujours je reviendrai, à la décision de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Hongrie, de l'Angleterre, de la Russie, de tous ces gens, à la chasse de notre diamant, de notre pétrole. Je ne suis pas pauvre. Moi, je ne pleure pas. Mon père pleure, moi, je ne pleure pas. Et je ne pleurerai pas. Parce que je sais que vous et moi, nous pouvons changer la civilisation. Et que vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas blanc, nous sommes des êtres vivants. Et que c'est avec ça qu'on va changer cette civilisation. Et nous, que vous voyez ici, là, nous allons toujours combattre sans armes, sans effort, parce que actuellement, dans les Heim, on est en train de revivre ce qu'ont vécu les Juifs en Allemagne. La ségrégation, la persécution. Lorsqu'ils nous envoient dans les Heim, les policiers nous pourchassent comme des animaux, comme si on n'a pas le droit de vivre. Ils nous donnent des rejets. Maintenant, quand vous êtes en train de parler de l'immigration, s'il vous plaît, il n'y a pas l'immigration. C'est encore les camps de concentration. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là où je suis, je n'ai pas de papier, mais c'est que j'ai eu un rejet. Après 7000 kilomètres, 6 ans de route, ouais, c'est quelque chose qui est investi ici et financé par l'anthropologie européenne. Mais je n'ai pas demandé votre financement. Mais je l'ai fait pour que l'opinion dont vous êtes moi, qu'on peut faire les choses sans argent. Et je suis arrivé ici pour qu'on en discute, pour qu'on vote, pour qu'on fasse respecter les droits de l'homme. Ça, ce n'est pas un pardon, mais c'est les droits pour nous tous. Et on va revenir sur l'article 28 des droits de l'homme. Vous et moi, nous avons le droit de faire régner ces lois internationales. Regardez dans les articles des droits de l'homme. C'est décidé depuis 1948-58. Donc, et alors, je vous dirais que ne claquons plus les mains. Investissons-nous à faire signaler ce qui se passe. À partir de maintenant, tout celui que vous voyez, il soit érythréen, il soit noir, il soit blanc, qui est en position, il n'est pas un immigré, mais il a un homme qui a besoin d'être régularisé. Si vous le régularisez, vous lui donnez l'opportunité d'avoir des papiers ici. Il n'y a pas un Africain ou un Irakien qui a la liberté d'aller devant et venir, qui va rester en Allemagne, non. Avec ces papiers que vous nous empêchez d'avoir et vous mettez les barrières pour remonter avec du pétrole et du diamant, avec des bateaux. Non, c'est faux. On va rester ici là comme si on n'a rien à faire. Nous sommes des entrepreneurs. Et il y a de la place pour que vous travaillez et que vous ayez des salaires, vous tous qui êtes là. Oui, parce que ce que profite la politique européenne ne profite pas à tous les Européens. Oui, mais ça profite à une minorité, les capitalistes. Arrêtons d'être sous les mains des capitalistes. S'il vous plaît, arrêtons d'être sous les mains des capitalistes. Arrêtons d'être sous leurs mains. Parce que votre, je n'ai pas besoin de votre dirham. Je n'ai pas besoin de votre euro. Juste votre pour que les choses changent. C'est sans argent. Merci. Hallo Leute, ich will nur euch sagen, wir haben über Migration, Flucht und irgendwann gab es einen Workshop über die Unterdrückung, die Repression der gesellschaftlichen Zivilprotest. Und heute, gestern, hat unsere Kollegin, die Leute, mit denen wir hier zusammen überlegt und mitgemacht haben, etwas schon erlebt, was es eine Schande ist. Ich bin Miguel Ruiz von dem Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Ich arbeite, ich arrangiere mich bei dem Migrantenbeirat der Stadt Leipzig. Und ich sage das deswegen, nicht um mein Curriculum vorzustellen, sondern dass ich eine Verantwortung, Mitverantwortung, Glauben zu tragen, hier, was den Migranten passiert. Deshalb musste ich auch euch vorschlagen, auch die Organisatoren, habe ich schon mit einigen gesprochen, dass die Konferenz eine Pressemitteilung ganz, ganz, ganz energisch protestiert, was in den beiden Kollegen passiert ist. Wir können nicht das einfach sacken lassen oder so,
Das geht nicht. Das wäre eine große Hilfe für uns in Leipzig. Das wäre eine Hilfe für Sachsen, dass jetzt die Leute wissen, was für einige Elemente, und ich wiederhole, einige Elemente der Polizei sich so benehmen können. Wir wollen nicht hier keine alle so schlecht verurteilen, aber es gibt solche. Ne? Und auch solche Leute, wie wenn sie einen schwarzen Mann sehen, dann rufen sie die Polizei und sagen, oh, meine Güte, hier gibt es irgendwelche Terroristen. Deshalb ist es wirklich so wichtig, dass wir nicht nur über Menschenrechte oder über die Revolution und über unsere Selbstbestimmung, wenn wir diese einfache, kleine Dinge, ne, nicht uns stark machen und Solidarität mit unseren Kollegen zeigen und auch Solidarität mit allen anderen Migranten, nicht nur aus Afrika, auf alle Länder. Ne. Deshalb würde ich sagen, überlegt ihr mal, dass wir eine Pressemitteilung, einen Protest, und ich werde das im Migrantenbeirat beitragen. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen. Also ihr seid in der Pflicht, auch dieses Problem auch zu behandeln, ne? Und versuchen eine Lösung. Nicht nur unsere Kollegen, die alle mitgemacht haben. Ciao. Dankeschön. Also ciao. Ich müsste euch bitten, euch ein bisschen, Dankeschön. Genau, ich müsste euch bitten, euch ein bisschen kürzer zu halten, damit möglichst viele Leute sich auch einbringen können. Genau, und wenn ihr gesprochen habt, könnt ihr dann sozusagen wieder von der Bühne, dann kann die nächste Person kommen. Genau. Okay, je voulais dire, moi aussi, je suis très au faveur de la proposition de lancer une déclaration de presse de la part de la conférence pour dénoncer cet acte de violence policière raciste. Au-delà de ça, je voulais poser la question si ça serait aussi peut-être une option d'appeler à faire une manifestation spontanée devant la station de police responsable ou d'appeler en proche futur à faire une manifestation bien préparée contre la violence policière raciste à Leipzig et à Sachsen. En tout cas, on ne doit pas se taire devant cette injustice. Ich wollte genau das Gleiche gerade vorschlagen, ob wir nicht direkt im Anschluss oder direkt nach dem Essen um 3 Uhr zum Beispiel, wenn vielleicht noch einige hier sind, zu dieser Polizeistation gehen und inklusive Presseaussendung und ein paar lokale Kontakte vielleicht auch schon anfangen, SMS zu verschicken an LeipzigerInnen und da direkt drauf zu antworten. Und ich wollte einfach mal wissen, wie viele Leute zum Beispiel um 3 Uhr denn noch da dabei wären. Vielleicht, wenn... Gut, schon einige. Okay. Ich würde vorschlagen, dass sich vielleicht die Leute, die da mitorganisieren wollen, auch gleich hier treffen zum Beispiel und jetzt ein bisschen darüber reden, wie man sowas machen könnte. Okay, genau. Vielleicht wäre es auch nochmal wichtig, dann nochmal mit Peggy und Richard vielleicht auch zu sprechen, was sie sich wünschen sozusagen, was getan wird. Ich weiß nicht, sind Peggy und Richard? Ils sont où? Okay. Genau, vielleicht könntet ihr erstmal mit ihnen noch reden, bevor sozusagen irgendeine Aktion gestartet wird, damit wir sozusagen auch hören, was sie sozusagen jetzt machen wollen. Genau, weil ich glaube, es gibt gerade ganz viele Angebote, was Tolles. Genau, okay. Okay. Victor? Okay. Victor veut juste parler et descendre après. Oui, de manière générale, voilà, les diables, les satans, comme on dit chez nous en Afrique, veut nous distraire avec cette histoire.
La police a tout fait pour que nous ne parlions pas de nos alternatives, pour que nous ne parlions pas de véritables projets que nous devons bâtir. Mais heureusement, ils nous ont donné déjà un premier projet. C'est d'aller en justice contre eux. C'est de faire des papiers contre eux. Donc ça, c'est une première action déjà qu'on mène. C'était un mal nécessaire. Ça mesure notre capacité d'action. Et il faut agir. Je dois apprendre au Congo que vous avez agi ici. Merci. Alors, le problème, c'est que pour agir par rapport au développement, climat et migration, nous devons connaître, analyser les différents plans proposés, notamment le plan du G8, le plan Marshall. Nous devons avoir ces plans. Nous devons les connaître, le pénétrer avec des spécialistes, connaître ce qui est proposé là-dedans pour que nous puissions nous donner notre point de vue. Et ça, c'est important. Quand on parle de tous les dispositifs de l'Union européenne par rapport à la migration, ou bien l'Allemagne par rapport à la migration, c'est de pénétrer tous les instruments juridiques qui peuvent protéger un réfugié, un migrant. En économie, pour éviter les interventions sur des investissements qui détruisent l'Afrique, il faudrait que nous soyons capables de proposer des arguments. Et très souvent, nous parlons, mais nous n'approfondissons pas nos analyses. Et c'est comme ça qu'ils ne, entre guillemets, excusez-moi, ils ne nous prennent pas au sérieux. Il dit oui, ils manifestent, ils ont des banderoles, ils ont tout, mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? Voilà, on nous a proposé un village en Guinée. Il faut maintenant voir comment renforcer cette action pour que ça devienne une action durable, une action profitable à la communauté. Et chaque fois que je parlais pour les Africains qui sont là, chaque fois que je parlais, vous aviez remarqué que je parlais du Congo, mais quand je parlais de la guerre au Congo, je parlais au même moment de la guerre au Mali, je parlais au même moment des réfugiés qui viennent de Centrafrique parce qu'il y a un conflit, et je parlais au même moment des réfugiés qui viennent de Sud-Soudan. En fait, c'est une façon de dire aux Africains, et ça c'est une action du camp des migrants africains, vous devez vous unir, vous devez unir vos actions. Tant que vous serez dispersés, chacun dans son petit coin, avec sa petite organisation du Cameroun, avec sa petite organisation du Soudan, avec sa petite organisation du Congo, sa petite organisation du Mali, sans qu'il y ait convergence des luttes, eh bien, nous n'allons jamais gagner. Enfin, je termine pour dire que pour nous qui venons de la base au village, nous avons besoin aussi de votre solidarité par rapport à nos actions sur l'agriculture, mais aussi par rapport à nos actions de mobilisation, par exemple avec des petites vidéos, des films, des petites vidéos qu'on peut organiser sur place ici, sinon sur place là-bas, qui permettraient de faire l'éducation populaire, l'éducation de masse. Je vous remercie. Dankeschön. Ja, die Anmerkungen zu der Geschichte, die wir gemacht haben, ist, weil das zu wichtig ist, als dass man darüber hinweggeht. Ursprünglich war nämlich die Idee, dass wir unser Resümee zu der Konferenz kundtun. Und soweit ich das überblicken konnte, war diese Konferenz für mich ein Erfolg. Ihr habt es wirklich so vielfältig und so reichhaltig organisiert, mit Zeitplan, Diversität und auch Stimmvergabe an die Migrantinnen und Geflüchteten. Unter dem Strich muss ich sagen, dass es so viele Themen waren, die mir entgangen sind, dass ich nicht überall sein konnte.
ob man das vielleicht in Zukunft lieber einschränkt und dann eine Rotationsmöglichkeiten organisiert, sodass wir so viel wie möglich mitnehmen können. Weil viele Themen sind leider an mich zum Beispiel, an mir vorbeigegangen. Das wäre so eine Idee, die man für die Zukunft vielleicht überlegen könnte. Ein zweiter Punkt ist das, was Viktor gerade angesprochen hat. Das haben wir nämlich heute Morgen beim Frühstück beide festgestellt, dass es nicht reicht, gewisse Papiere, die gelten sollen, wie Marshallplan oder Agenda 2063 von der Afrikanischen Union, einfach nur kritisch beiseite zu legen. Wir müssen als Wissenschaftler, als Experten an die Themen, an die Inhalte rangehen und Punkt für Punkt die Schwächen aufzeigen. Und mein Wunsch wäre, wenn es ein Team gegründet werden könnte, die Interesse hat, diese Papiere näher anzuschauen, weil wir natürlich auch viele andere Aufgaben haben, vielleicht in Kapiteln unterteilt und dann eben zusammenfassend, ergänzend, gemeinsam per Mailliste vielleicht uns zusammentun und unsere Verständnis, unsere Kritik, vielleicht auch unsere Alternative zu diesen Papieren niederschreiben. Der letzte Punkt ist, dass wir tatsächlich die Sache mit dem kritischen Umgang mit unseren eigenen Regimen ein bisschen ernster nehmen, dass nicht alle Migranten kritisch sind zu ihren Regimen. Das ist sehr wichtig zu vermerken. Es gibt Regimetreue, die als Migranten hier leben und eine Rücklage oder eine Stütze des Regimes sind, der Regime, die uns zum Flüchtlingen, zu Migranten machen. Genauso auch bevorzugte Kooperationspartner solche Regierungen in Europa sind, sodass wir, die eigentlich kritische Alternative zu bieten haben, kaum eine Stimme haben. Umso mehr der Dank, dass wir hier eine Stimme haben. Und wenn man das so differenziert herangeht, also Universalität schön und gut, wenn wir uns vereinen und Aktionen planen, dass wir universell an bestimmten Dingen gehen, weil die gemeinsam uns betreffen, ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig lokal, regional, differenziert mit einzelnen Regimen und mit einzelnen Problemen umzugehen. Das wäre mein Wunsch als zum Schluss. Und ich bedanke mich für alles. Peter, darf ich noch ganz kurz? Vielen Dank nochmal an Viktor und Freveni auch für ihre Eindrücke von der Konferenz und genau, das war, finde ich, auch eine ganz gute Überleitung, um auch nochmal hier die Diskussion zu eröffnen in die Richtung, was eigentlich eure Eindrücke waren von euch allen, also kommt gerne hier auch auf die Bühne und ja, teilt einfach mit uns, wie ihr die Konferenz wahrgenommen habt, was waren für euch die wichtigen Themen, wie geht es weiter, genau, kommt gerne hier hoch und beteiligt euch. Peter. So, ja, guten Tag nochmal. Bevor ich meine Anmerkung und Frage, also sag mal, meine Anmerkung anfange, möchte ich darauf hinweisen, dass viele Menschen seit 9 Monaten daran gearbeitet hat, dass diese Konferenz stattfindet. Und einige sehen wir auch im Hintergrund, viele sehen wir auch nicht, weil sie viel zu tun im Hintergrund haben. Deswegen schlage ich vor, an dieser Stelle einen heftigen Applaus für diese tolle Vorbereitungsarbeit zu machen. Mein zweiter Punkt bezieht sich auf die Polizeigewalt, das Thema. Und man braucht nicht so viel darüber zu reden. Solche Szenen werden wir in Zukunft mehr erleben. Stellt sich die Frage, wie stellen wir uns dagegen? Und wir sind hier
und wir können von hier anfangen. Deswegen rege ich an, dass das Organisationskomitee, wenn es geht, so schnell wie möglich eine Pressemitteilung über diesen Vorfall herausgibt. Denn ohne die Öffentlichkeit können wir sowieso nichts machen. Und es nützt nicht, wir können zwei Stunden darüber heute sprechen, aber es nützt mehr, wenn die breite Öffentlichkeit über die Vorgehensweise, rassistische Vorgehensweise der Staatsgewalt informiert sind. Denn dieser Fall ist ein klarer Fall von Racial Profiling. Und das ist nicht zu dulden. Ich rege auch dazu auch Protestbrief an die Polizei Leipzig, an die Stadt Leipzig und an den Landtag zu verfassen. Und dass es auch konkret verfolgt wird, dass jeder sieht, dass etwas geschieht. Es nützt nicht nur darüber, etwas zu schreiben, eine Petition oder irgendwas. Wir müssen Farbe bekennen. Wir müssen deutlich zeigen, jetzt genug ist genug. Ihr merkt, ich versuche meine Emotionen irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ich werde auch diesen Fall bei unserer schwarzen Community auch melden und dass wir dann den Fall weiter verfolgen von der Seite. Ich werde auch versuchen, darüber zu berichten, auch in meine Beiträge für eine Zeitung. Okay. Das ist mein letzter Punkt. Jetzt ist Olaf hat heute Morgen auch nochmal gesagt, von Anfang an war unser Wunsch, also sag mal, die Migrantinnen und Migranten auf gut Kölsch gesagt, dass wir keinen Bock mehr drauf haben, immer Konferenzen teilzunehmen ohne konkrete Ergebnisse. Und deswegen wäre interessant zu wissen, was sind denn diese konkreten Ergebnisse, die wir erzielt haben in dieser Konferenz? Denn wir haben zahlreiche Workshops, meiner Meinung nach viel zu viel. Der Kollege gerade hat auch darauf hingewiesen, dass man das ein bisschen kleiner macht, dass es übersichtlich ist. Aber heute sollten wir Punkte erarbeiten, wie wir weitergehen. Also konkret fehlt mir leider, kann ich im Moment keine konkreten Punkte oder konkrete Lösungen, kann ich das nicht sehen. Und insofern ist das keine Enttäuschung, es muss nicht alles 100% laufen. Diese Konferenz ist ein großer Erfolg und das nehmen wir mit nach Hause. Während wir in der antirassistischen Szene nochmal eine Selbstreflexion auch starten über unsere Solidaritätsarbeit mit und für Geflüchtete. Dankeschön. Oui, bonjour. Dans tous les cas, le véritable grand mot ici, c'est de nous aider vraiment à éviter cette histoire de racisme. Moi, j'ai juste une petite histoire à raconter, une histoire que j'ai vécue toujours par rapport à ce racisme. J'ai eu presque le même problème que nos frères hier soir, mais le mien n'était pas dans une chambre, c'était à l'aigne. Une fois, je prends le train de Berlin, je rentre chez moi, je vis Fichtewalde. Et pour arriver à Fichtewalde, il faut arriver à Cottbus, changer de train. Et le dernier train quitte de Cottbus pour chez moi à 23h07. J'arrive à Cottbus, puisque quand le train arrive à Cottbus, je marche 5 minutes pour changer de quai et reprendre le prochain train. Dès que j'arrive à Cottbus, je me précipite en courant pour aller au quai 6. Prendre le train pour rentrer chez moi. Pendant que je cours, je traverse une dame
en tenue de police. Elle me voit courir. Elle dit, oh, oh, oh. Je m'arrête, je me tourne. Je dis, mais bon, apparemment, je ne comprenais pas le mal. Mais apparemment, elle demandait pourquoi est-ce que je. Je lui dis, non, je vais prendre le train pour Fisterwalde. Bon, elle a commencé. Non, non, bah, je dis, non, pardon, je suis pressé. Moi, je ne vais pas me montrer. Moi, je continue, je suis parti. Je suis entré dans le train. Le temps d'enlever mon blouson et accroché, elle me tapote par derrière. Elle me dit, sortez. Je suis sorti. Et l'heure du train. Le train devait y partir, mais le conducteur encore passé. Le conducteur a vu comment elle m'a fait descendre du train. Le conducteur encore tenu près de 4 à 5 minutes. Pendant que la dame me disait, elle me parlait, mais après elle me demande mon horse-face. Elle me dit, mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Le train a attendu, puis le train est parti. Entre-temps, pendant que je changeais avec elle, je vois elle lève la main, elle fait ça. Deux de ses collègues viennent. Et parmi les deux de ses collègues, il y a un qui a fait ce que mon frère dit tout à l'heure, qui veut montrer aux autres qu'il travaille beaucoup. Pendant que les deux arrivent, celui-là donc sort directement les menottes pour vouloir me menotter. Il lui dit, non, mais vous me menottez pourquoi? Qu'est-ce que moi il faut pour que vous me menottez? Non, vous n'avez pas besoin de me menotter, non. Pendant qu'il veut me tendre les menottes, je fuis avec ma main en arrière. C'est là alors que l'un me prend avec la force, et les deux réussissent à me maîtriser la main par derrière. La femme, quand je vous dis que c'est une histoire de racisme, la femme, pour me faire du mal, elle a pris mes cheveux avec ses deux mains, commencé à tirer. Quand j'ai senti que ma main me faisait très mal, j'ai fait semblant comme si je me suis évanoui. Je suis tombé là. Ils ont vu que je ne répondais plus. Et ils ont pris peur. Ils ont appelé l'ambulance sur place. Pendant que l'ambulance est venue, ils m'ont transporté. Et même, nous sommes montés au quai numéro 1. Et c'est là que les ambulanciers sont arrivés. Ils m'ont pris en charge. Bon, après examination, ils ont constaté que je n'avais rien. Et c'est là que les policiers leur ont enlevé les menottes et ils m'ont fait asseoir là sur le banc. Et ils sont partis, ils ont dit ça va. Je suis resté là jusqu'au matin. C'est à 5h40 que j'ai pris le premier bus pour rentrer chez moi. J'ai passé toute la nuit là à la gare. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que quelques jours plus tard, je reçois une lettre dans mon ham qui me dit que je suis convoqué à la police de Côte-Bus. J'ai donc demandé à mon social d'appeler. Elle a dit que ce jour, j'aurais besoin d'un interprète. Ce qui a été fait. Ce jour, j'arrive. L'enquêteur me dit, bon, c'est par rapport à ce qui s'est passé en date de tel jour. Je vous avais le photo de la police. J'ai dit oui. Bon, quand j'ai relaté ce qui s'est passé, elle m'a dit que non. La femme a dit que je l'ai battu. Je lui ai dit non, mais comment elle peut dire que je l'ai battu? Vous avez les caméras de surveillance ici, un peu de partout. Vérifiez les caméras pour savoir ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de demander. Vous avez la caméra. Mettez la caméra en marche, vous verrez. Bon, là, quand on a fini l'audition, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce qui doit donc m'arriver maintenant? Il me dit non. Ça dépendra maintenant de la cour pour savoir si tu auras une amende ou pas. Je suis rentré chez moi. Une semaine plus tard, je reçois une deuxième lettre qui me dit, vous avez reçu un straf, pourquoi vous n'avez pas payé? Il dit non, mais merci. Je n'ai pas reçu de straf. J'ai plutôt été convoqué au commissariat à Côte-Bus où je me suis rendu. Et de là, je m'ai demandé à l'enquêteur, bon, qu'est-ce qui doit m'arriver? L'enquêteur m'a dit, c'est le tribunal qui saura si tu seras strafé ou pas. J'ai écrit et puis j'ai renvoyé. Et après quelques jours, j'ai encore reçu une lettre que c'était peut-être un straf de 53 euros et que je l'ai payé. Bon, ça, ce n'est pas du racisme que c'est quoi. Merci. Merci. Ok, merci, n'est-ce pas, pour ce témoignage. Ça démontre qu'encore, n'est-ce pas, le racisme qui se vit en Europe, en Allemagne. Si je prends la parole, c'est en premier lieu, n'est-ce pas, pour remercier l'organisation de cette conférence. Ça n'a pas été facile pendant plusieurs mois de préparation. Remercier aussi ceux qui ont fait, n'est-ce pas, le déplacement de loin pour être ici à l'Aptis aujourd'hui. Remercier encore beaucoup plus les réfugiés qui sont quittés de loin. Beaucoup aussi sont déjà partis. Remercier, n'est-ce pas, les initiatives qui ont pris part, n'est-ce pas, à cette conférence. Les initiatives, n'est-ce pas, aussi des réfugiés, tels que le Steam Magazine, Corasol, le Nostresto et beaucoup, n'est-ce pas, d'autres initiatives des réfugiés. Parce qu'en ce moment, il est, n'est-ce pas, aussi important de reconnaître
comme quoi on doit davantage s'intéresser aux problèmes, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, les nôtres. En d'autres points, je voudrais aussi partir de l'organisation, au fait des débats, n'est-ce pas, de cette conférence pour arriver aux résultats concrets. Quels ont été, n'est-ce pas, les résultats concrets que nous avons eus pendant cette conférence? On a parlé, n'est-ce pas, entre autres, de l'organisation d'une prochaine conférence l'année prochaine, une conférence internationale organisée, au fait, qui sera organisée par le Nostresto. J'en profite, n'est-ce pas, pour lancer une invitation à toutes, n'est-ce pas, les structures, à tous ceux ou toutes celles qui voudraient bien faire partie de l'organisation de cette conférence, de pouvoir davantage, n'est-ce pas, se rapprocher des nôtres. Nous avons aussi un contact Facebook, Nostresto, où vous retrouverez, n'est-ce pas, des informations sur ce que nous faisons, où vous retrouverez aussi, n'est-ce pas, des liens, comment est-ce que vous pouvez rejoindre notre équipe, notre groupe de travail. Autre chose aussi, c'est on vit, n'est-ce pas, dans un monde où on semble croire que la majorité des gens sont malades. Il est comme, n'est-ce pas, il se vit comme une psychose psychologique. Et l'important aussi, n'est-ce pas, c'est prendre, n'est-ce pas, en considération, prendre au sérieux la dimension psychologique que vivent les personnes, que vivent, n'est-ce pas, non seulement les réfugiés, mais aussi, n'est-ce pas, les citoyens allemands, parce qu'ils sont aussi concernés, n'est-ce pas, par ce système qui les écrase, par ce système qui les torture. Ce n'est pas seulement le réfugié. Depuis, n'est-ce pas, belle lurette, l'Allemagne a toujours utilisé des méthodes de torture psychologique contre, n'est-ce pas, ses victimes. Alors, les réfugiés sont, n'est-ce pas, une part de la victime. Et aujourd'hui, la question, n'est-ce pas, psychologique des réfugiés est en partie négligée. Le dernier rapport de Bundestherapeut Kramer, c'est une structure qui s'occupe, n'est-ce pas, de la dimension psychologique des réfugiés, a publié l'année dernière comme quoi 40 à 50% des réfugiés qui vivent, n'est-ce pas, sur le territoire allemand souffrent d'un traumatisme psychologique. Alors, ça, c'est un rapport qui nous interpelle ou pas? C'est là la question. C'est pourquoi, en tant que réfugiés, en tant que, n'est-ce pas, groupe auto-organisé, nous avons décidé de faire quelque chose dans ce sens, pas seulement pour des réfugiés, mais aussi nous rapprocher, n'est-ce pas, des citoyens allemands qui sont nos voisins. Parce que le système a, n'est-ce pas, pour objectif de nous distancer, de nous, n'est-ce pas, diviser. Pour des réfugiés, ils sont des terroristes, et pour des réfugiés, il faut considérer des Allemands comme des racistes. Or, ce n'est qu'une mauvaise interprétation, ce n'est pas du tout, n'est-ce pas, la réalité, et c'est ce que nous voudrons démontrer par le rapprochement des réfugiés aux Allemands. J'espère que vous comprenez un peu le sens du Nostresto, et j'espère que vous prenez en considération les prochains projets concrets de cette organisation. J'espère que vous allez bien pouvoir participer et tous nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à un meilleur résultat. Démontrer, n'est-ce pas, aux politiques qui veulent nous faire croire qu'ils construisent l'histoire, mais c'est à nous, n'est-ce pas, de démontrer qu'ils ne sont pas là pour construire notre histoire, mais c'est nous, n'est-ce pas, qui faisons notre petit pas dans l'histoire. C'est nous qui écrivons, n'est-ce pas, nos petits mots dans l'histoire. Nous n'acceptons pas que notre histoire soit celle d'une Allemande qui tue, n'est-ce pas, des réfugiés dans la mer. Que notre histoire soit celle, n'est-ce pas, d'une Allemande qui criminalise, n'est-ce pas, des réfugiés qui ont besoin de soutien. Alors, c'est pourquoi il faut démontrer aussi aux politiques, pas des micro-projets, pas des petits projets, comme quoi c'est à nous, n'est-ce pas, de prendre des responsabilités et d'écrire, n'est-ce pas, nos pages dans l'histoire. Et non à eux, les politiques, de créer une histoire pour nous. Je vous remercie. Ganz kurz. Vielen Dank. Wir haben noch so ungefähr 10 Minuten. Also vielleicht könnt ihr euch ein bisschen kürzer fassen, aber... Okay.
Hallo? Ja, ist Anne. Ja, hallo, ich heiße Jana. Ja, vielen Dank erstmal für die Konferenz. Danke für die ganze Arbeit, die hier reingesteckt wurde im Vorfeld und auch für die ganzen HelferInnen, die während der Konferenz an ganz vielen Punkten mitgeholfen haben. Wir haben ganz, ganz viel gelernt. Es gab extrem viel Input an ganz vielen Stellen und das war auch alles super interessant. Ich würde ganz gerne mal auf den Punkt zurückkommen, den Peter angesprochen hatte. Das Ziel, das gewesen war, hier ganz konkret eigentlich zu sehen, wie geht es weiter und wie können wir uns vernetzen. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich, wo ich persönlich am meisten mitgenommen habe, das sind die kleinen Begegnungen beim Essen, in der Schlange stehen oder da, wo tatsächlich mal doch vielleicht auch Zeit für Pausen war, die aber sehr, sehr kurz bemessen war, um sich tatsächlich irgendwie überhaupt näher zu kommen und überhaupt einander zu sehen auch. Und ja, da hatte ich das Gefühl, oder ich finde, wir sehen an den langen, langen Redebeiträgen, die es hier immer wieder gibt, dass es extrem viel Redebedarf gibt, extrem viel. Und genau, also da wäre es schön, wenn wir für die nächste Konferenz oder in den Netzwerken, in denen wir uns organisieren, irgendwie darauf achten, dass wir da diese Zeit auch haben. Zum Beispiel fand ich für mich am produktivsten heute Morgen die kleinen Gruppen dann in dem World Café, weil jeder überhaupt erstmal die Möglichkeit hatte, zu Wort zu kommen. Und das ist sehr schwierig und es erfordert irgendwie viel Mut und insbesondere als Frau, sich zu Wort zu melden oder auch hier auf die Bühne zu kommen und da einfach, genau, also da gucken, dass wir tatsächlich in informellen, also mehr informelle Räume schaffen, wie irgendwie beim Essen sich auszutauschen und so weiter, sodass Leute sich nicht irgendwie abgehängt fühlen oder irgendwie, ja, irgendwie, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun oder so, weil es doch auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau dann zum Teil ja auch diskutiert wurde. Also das ist nur nochmal so eine Anregung. Und trotzdem habe ich ganz viel mitgenommen und bin total froh über die ganzen einzelnen Kontakte und würde irgendwie jede und jeden nochmal ermutigen, jetzt habt ihr noch die Zeit, tauscht eure Kontaktdaten aus, bleibt doch noch nach der Konferenz jetzt ein bisschen da, sodass wir einander nicht verlieren, nachdem hier also so viele unterschiedliche Gruppen zusammenkamen, was wirklich total toll ist und wirklich eine ganz große Diversität auch zeigt. Genau. Danke. Ja, Diversität finde ich ein gutes Stichwort. Also ich bin auch erstmal als Teil der Vorbereitungsgruppe sehr begeistert über die Konferenz, auch tatsächlich über die vielen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, auch über die Heterogenität, die ganzen unterschiedlichen Gruppen und Gegenden, aus denen Menschen gekommen sind, obwohl beispielsweise von uns ganz viele Leute aus Norddeutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Hamburg, aus Bremen gar nicht, aus Oldenburg gar nicht, hier es einfach schlicht wegen der Züge nicht geschafft haben, herzukommen. Wir wären also noch viel mehr eigentlich gewesen. Insofern bin ich erstmal sehr zufrieden mit all denen, die da waren. Mir ist aber schon auch aufgefallen, wer alles nicht da war. Das können jetzt vielleicht nicht alle gleichermaßen nachvollziehen, aber ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren, seit über 20 Jahren, sehr kontinuierlich in der antirassistischen Bewegung aktiv. Und es ist wirklich verrückt, wie wenig von den Leuten, die auch in der antirassistischen Bewegung seit langer Zeit intensiv aktiv sind, wie wenig von denen hier wirklich hergekommen sind. Also vor zwei Wochen bei der Parade in Berlin, ich glaube, ich habe bei jedem zweiten Paradenwagen Leute gekannt, sie begrüßen können, irgendwann aus den letzten 15 Jahren, von denen ist wirklich fast überhaupt niemand gekommen. Und das zeigt, finde ich, tatsächlich, wie wichtig auch das ist, was wir eigentlich mit dieser Konferenz verfolgt haben, nämlich Migration, Flucht und Migrationsursachen zusammen zu diskutieren. Das ist einfach weiterhin überhaupt nicht selbstverständlich, dass Mensch auch über die Herkunftsländer und darüber redet, was ist eigentlich in den Herkunftsländern los, warum machen die Leute sich eigentlich auf den Weg. Und insofern, ich bin unglaublich froh, dass so viele da waren, aber all diejenigen, die nicht da waren, zeigen auch, wie wichtig es ist, dass es eine weitere Konferenz, eine weitere Aktivität in die Richtung gibt, wo es wirklich um die Vertiefung von Fluchtursachen, von Migrationsursachen geht, um wie das Ganze zusammenhängt.
Und ich war auch sehr begeistert gestern, jetzt ist er, glaube ich, leider beim Rauchen gerade, aber trotzdem, ich werde es ihm nachher auch nochmal persönlich sagen, über Riads Theaterstück, weil ich finde, in der Szene, wo er das Telefonat mit seiner Mama nachgespielt hat, ist das unglaublich gut zum Ausdruck gekommen. Genau dieser Zusammenhang von der Mama, die am Telefon ist und die sagt, hey, schick das Geld, deine Schwester möchte studieren. Und Riad muss sagen, Mama, 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 ich kann gerade nicht, aber ich schick's. Warte nur, ich schick's. Also ich glaube, da ist das so richtig, Riad, ich lobe gerade dein Theaterstück, dass das so richtig das schön auf den Punkt gebracht hat, wie die beiden Seiten zusammenhängen. Also das hat mich sehr, sehr berührt und ich finde, wir sollten in diesem Geist auf jeden Fall weitermachen. Also auch von mir aus nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Riad. Und als jemand, der bei Afrik Europe Interact aktiv ist, weil es war ja jetzt die Frage, Viktor hat es nochmal benannt, Peter hat es nochmal benannt, was sind konkrete Ergebnisse, wo kann es weitergehen? Als Afrik Europe Interact stecken wir in ganz konkreten Kämpfen drin. Wir unterstützen ganz konkrete bäuerliche Kämpfe in Mali, aber auch teilweise in Burkina Faso und auch andere Kämpfe. Ich kann einfach nur noch mal betonen, die Materialien lagen ja auch aus und Afrik Europe Interact als Name geht einfach auf die Webseite, wenn ihr euch für uns interessiert. Wir machen regelmäßig 3 bis 4 Mal pro Jahr bundesweite Treffen oder auch Treffen, wo Leute dann auch aus Österreich und den Niederlanden kommen. Wir sind nicht so viele, wir könnten viel mehr sein. Also insofern keine falsche Scheu, das ist ein Aktivistinnen-Netzwerk, alle sind herzlich willkommen, sich zu beteiligen, schickt uns einfach eine Mail und wir schicken euch den nächsten Termin, wann wir uns treffen. Insofern auch von mir aus nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Wir haben jetzt noch so 5 Minuten, vielleicht könnt ihr euch das gut aufteilen, solidarisch. Ich freue mich, dass vor mir gerade jetzt 2 deutsche Wortmeldungen gekommen sind, weil als ich hier gekommen bin, war so, ja, wieso melden Sie sich nicht? Ja? Ich glaube, von Deutschland gibt es schon ganz schöne Ansätze und ich freue mich zum Beispiel, Leute von Living Utopia da zu sehen, Leute von der Rainbow Gatherings, oder? Rainbow Gatherings? Bekannt? Nein, okay. Auf jeden Fall, es gibt schon so viel Bewegung und wenn ich mit vielen Leuten darüber sprechen, ist so, na, Utopie, das ist zu radikal und so weiter. Wenn wir sprechen über einen Plan, was für einen Plan wollen wir haben, damit es nicht so oberflächlich bleibt? Wir bleiben so, ja, okay, ein bisschen Demo und so. Bleiben wir wirklich oberflächlich und die Probleme werden da nicht gelöst? Und wenn ich sage, was ist konkret für mich? Was ist konkret für Living Utopia, geldfreie Leben? Was ist konkret für Rainbow Gathering? Das ist das Geldsystem hinterfragen. Ich sage es nochmal, Geldsystem hinterfragen. Das ist konkret für mich. Und wenn ich sage, wie lebe ich die Utopia? Die haben schon diese ganz schönen Slogan gesagt, die Utopia ist kein konkreter Ort. Das ist ein Ziel, das ist eine Idee. Wohin wollen wir uns bewegen? Und ich glaube, wenn wir uns gemeinschaftlich überlegen, wohin wollen wir eine geldfreie Gesellschaft, ist das die Lösung? Für viele Leute ist das schon und es wird schon so gelebt, ich hoffe bei vielen von euch, es wird schon so gelebt, dass wir Geld nicht mehr als strebenswert sehen, das ist gerade das Problem, das die ganze Sache hier verursacht. Das heißt, weißt du, Utopie, keine Grenzen, kein Geld, John Lennon, imagine all the people living life in peace, ja? 5 Minuten, okay. Also, ja. So, das heißt, radikal ist an die Wurzeln gehen. Was sind die Wurzeln von unseren Problemen? Es ist wirklich unser Geldsystem, wo wir alle mitmachen, alle immer noch unterstützen, alle noch benutzen und wir verkaufen unsere Ressourcen an die Mächte, an die Eliten. Wieso machen wir das weiter? Wieso können wir sagen, nein, wollen wir nicht, aufhören mit produzieren, aufhören mit dem Blödsinn. Jetzt sofort können wir was machen, hoffentlich. Und ich freue mich, dass ich bin nicht der Letzte, sondern eine Frau. Zapatistas haben wir gehört, Matriarchat, solidarisch, geldfrei. Zapatistas sagt auch was. Danke. Ich bedanke mich wirklich, dass ich da
hier war und ich habe viel gelernt, viele neue Leute kennengelernt. Und das Thema geht, die ganze Thema war Fluchtursachen angehen, aber richtig, autodeterminiert, solidär. Ich möchte nur etwas sagen, dass wenn wir hier sind, das heißt, wir möchten eine Lösung finden. Ich persönlich habe eine Lösung für diese Migration gefunden und ich möchte meine Lösung mit euch teilen. Das heißt, wie kann man diese Migration, sondern nicht nur beenden, vielleicht limitiert. Was kann man machen? Als Afrikanerin habe ich schon meine einzige Lösung gefunden. Aber für die Deutschen, die wir mit euch hier leben, oder für die Franzosen oder und so weiter, was können sie machen, damit wir nicht hier kommen und sie vielleicht stören und alles? Ich glaube, sie müssen mit ihrer Administration sprechen, mit ihrer politischen Person sprechen. Sagen sie das in Afrika. Entweder sie machen egalitäre Verträge, das heißt, nicht eine Vertrag, die beleidigt jemandem, sondern eine Vertrag, die beide Teile sind egal. Oder sagen ihre Government, lassen Afrika einfach in Ruhe alleine, ohne ONG, ohne korrupte Präsident zu wählen, lassen einfach Afrika in Ruhe. Sie werden alleine ihre Lösung versuchen zu finden. Am Ende, egal wie viel Krieg sie machen, dort tribale Krieg oder so, am Ende werden sie das schaffen und toll sein, dass ich habe das selbst geschafft, ohne UNICEF oder BMI, oder FMI oder diese Organisation, die scheiße Sachen machen in Afrika. Solange sie das nicht in ihre Government sagen oder ihre politische, werden wir immer hier kommen in ihren Tourismus und alle, was scheiße ist, machen. Sie haben jetzt das Aktion zu machen. Sagen vielleicht Frau Merkel, bitte mach richtige Kontrakt mit Liberia. Nicht nur alle Fisch dort zu nehmen, mit nach Deutschland zu bringen, sondern eine Egalität, wo die Fischer da auch können viel Geld haben und ihre Kinder unterstützen. Vielen Dank.